Leute, here we go again, Folge 2 von Are You The One USA, und ich sag euch eins, es lohnt sich. Wenn ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, tut mir gerne einen Gefallen, würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt in diesem Moment auf Abonnieren drückt. Meine Kollegen blenden immer diese berühmte Skala ein. Ja, auch bei mir, das ist sehr, sehr wenig. Wenn ihr was dagegen tun wollt, wenn ich noch mehr Videos rausballern soll, dann müsst ihr abonnieren. Es wäre einfach ein Traum und ich würde mich sehr, sehr freuen. 2 out of 10 matches. Maybe going with our gut instinct was the wrong way to go. Es wird wild diskutiert, was kann man anders machen? Ja, und dann stellt John eigentlich die wirklich wichtige Frage. The real question is, who's gonna want pizza? Hands up, ich bin auf jeden Fall dabei. John ist so ein bisschen der Freak in der Runde. Ich habe ihn, glaube ich, letztes Mal Flavor Flav genannt, weil er irgendwie nicht wegen der Uhr, leider hat er keine Uhr, aber diese großen Gewänder und ständig Stirnbänder, ist irgendwie so ein bisschen freaky, keine Ahnung, I don't know. Der hat auf jeden Fall mit Simone ein bisschen gechillt. Und ja, jetzt hat Jackie ein Auge auf ihn geworfen. I like that. I'm your bride. I like that a lot. We gonna get married? Oh, Simone steht direkt daneben und Simone ist nicht happy. She's seen me and him together. Now it's like, oh, John, you're so adorable. And it's like, get out of here. Ja, das Selbstbewusstsein sollte man haben, aber Simone ist auch, ja, wie soll man sagen, da fehlen auf jeden Fall einige Tassen im Schrank. Deswegen könnte sie doch irgendwie ganz gut zu unserem Johnny Boy passen. We will see. I was initially drawn to Simone, but she's kind of jealous. I don't really like that, but at the same time, of course, I kind of do. Ja, das wär Pärchen Nummer 1. Kommen wir zu Pärchen Nummer 2. Wirklich die richtigen Lovebirds der ersten Folge. Das waren ja Shanley und Chris T. Und ja, sagen wir mal so, die beiden wurden schon in die Matchbox geschickt. Sie sind kein Match, aber es scheint irgendwie zwischen den beiden doch zu funken. Honestly, I'm getting a burn out of my mind. I'm just thinking about it. Ein Mann, ein Wort, und Chandler hat auch irgendwie Bock. Die beiden finden sich relativ schnell in einem Zimmer, sperren das natürlich schön ab, und ja. Der Junge ist so schnell nackt, so schnell kann Chandler gar nicht gucken. Okay. Das ist so eine geile Stelle. Sie dreht sich um, sieht den massiven Ast von Chris T. Und ja, sie sagt, okay. Sau gut. You know where my journal's at? I have no idea. Who writes a journal when you're in a house with 20 people? Frage ich mich allerdings auch, aber wie auch immer. Kommen wir zum ersten Spiel. Es ist sowas Typisches, was wir auch schon kennen. Es werden Augen verbunden, sie müssen auf den Partner hören, der kommuniziert wild. Das läuft so vor sich hin. Dann haben wir 4 Gewinnerpärchen, die treten dann nochmal gegeneinander an in einem weiteren Spiel. Da geht es um ein Kanu. First 2 couples to land on their mats, win that date. Und zwar müssen die mit verbundenen Augen um eine Stelle im See fahren und zurückkommen. Dre just took off without his partner. Shanley's catching up. Ethan's just dragging Jess. Looks like Ethan and Jessica's strategy's paying off. Ethan und Jessica holen das Ding nach Hause. Right now Ethan is one of my top picks, so I'm really excited to get to know him on this date. Dre and Shanley have beached themselves, they're trying to work their way out right now. Dann geht es noch um das Paar Nummer 2 und das, ja, das freut nicht jeden hier. Team Zellimat, we have our winners! Kayla and Wes, so close! The only couple that really had a shot of actually being a match is Wes and Kayla. Ja, und die haben es halt nicht ins Ziel geschafft. Hätten die anderen da mal gewartet, also Team Red, dann wäre das was geworden. Aber Shanley, nee, Shanley möchte das Date. Dre and I winning was not smart at all, but I don't really care what they're saying. I get to go surfing. Das sind Valentina-Vibes, aber warum auch nicht? Sie will halt surfen gehen und ja, wir sind hier noch ganz am Anfang. Ich meine, dann nimmt man ja die Dates dann doch irgendwie mit. It's your personal shit. I care about it. You don't have to feel like... You know, you journal, you know. Yes, relax. It's gonna come up. Why? Do you wanna go? Right now? Actually, yeah, I'd like to get out of here. Let's go. Ja, und Kayla nutzt die Gunst der Stunde, um den Verwirrten in ein Baumhaus zu locken. Und wir wissen ja alle, was passiert, wenn eine Frau einen in ein Baumhaus lockt? My type is brown hair, brown eyes, dark skin. I got those things. Isn't that weird? I got those things. Okay, now we are talking. Ja, läuft doch ganz gut. Und ja, Kayla merkt auf einmal, der Typ ist gar nicht so schlecht. But I keep a journal, and so when Ryan's journal goes missing, I feel his pain.
Und wir dürfen hier nicht vergessen, eigentlich war es Wes, der mit Kayla angebandelt hat. Jetzt sitzt da auf einmal Ryan. Und deswegen kommt es zu einer sehr, sehr komischen Situation. Wes steigt auch auf dieses Baumhaus. Alle drei zusammen. Make some room. Yeah, make some room. Aber Wes ist vielleicht auf den Kopf gefallen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall merkt er, dass die Situation gerade sehr, sehr awkward geworden ist. Yeah. So I'm gonna let y'all continue to do that. Yeah, I've been really distracted. I guess so. God damn it. I will admit, seeing them up there is making me a tad jealous. Ja, und auch Ryan merkt, vielleicht ist das gar nicht so eine coole Sache gerade, weil Wes hatte ja irgendwie seine Finger im Spiel, also vielleicht noch nicht ganz, aber auf jeden Fall hat er versucht, bei Kayla zu landen und erwähnt hier nochmal den Bro-Code. Are you gonna keep your guy code over what you really want? Maybe. So wichtig war der Guy-Code Ryan dann doch nicht und er geht all in. Das war's aber noch nicht mit Ryan, das Tagebuch ist immer noch nicht da. Aber eine Information ist durchgesickert. Angeblich hat das Tagebuch Dre entwendet. Where's Dre at? Dre took my journal, what? Man. You stole his journal. Are you kidding me? Who says? Leute, allein das ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, aber ich liebe es. Give him the journal. Yo, don't step to me, bro. Who took the journal? Got the room. Who did you see? Die Emotionen kochen über und die Hände gelangen dorthin, wo sie nicht unbedingt hin sollten. Also mal wieder fast eine Schlägerei. Kann ja noch kommen. Wegen also einem Tagebuch. Ja, voll traurig, wenn er echt nichts damit zu tun hatte, dass die den so beschuldigen, oder? Honestly, I'm the one that took the journal just to be funny. I'm done with it. You're straight up lying to my face. I told you what happened. Everybody coming in my face like, I know you took it. That really is me off. Bro, absolut verständlich. Schon assi, wenn du das genommen hast und dann sagen alle zu dir, warum hast du das genommen, dass du dann sagst, dass du es nicht genommen hast und dass das richtig schön ab, dass die das so sagen, oder? So eine Erleichterung für den Dudi. Übrigens schreibt er nicht nur Tagebuch, sondern auch Traumtagebuch. Also er hat immer zwei Bücher bei sich. Da schreibt er auf, natürlich im Traumtagebuch, was er so träumt und im Tagebuch einfach, wie der Tag so war. Und dann hofft er, dass das irgendwie übereinstimmt. Naja, sehr, sehr interessant. Tagebücher sind wieder da. Was aber gut ist für Ryan, dass diese Anbandlung mit Kayla auch ein bisschen über dieses Dilemma lief. Muss man sich merken. You want to talk? Let's go talk. Come on. I'm gonna be 100% honest with Simone. We have a connection, but also we're here to find the perfect person. Ja, und wir können schon raushören, anscheinend nicht das Richtige für ihn. You're a cool chick, but I'm saying I don't think it's gonna be a match. I hear you. I hear you. Aber man merkt schon, die Enttäuschung ist groß. Honestly, I lowered my standards a lot. So for you to try to play me, not cool. You don't know how to handle the baddest in the house. Jetzt weiß ich so langsam, woher Nicki Minaj ihre ganzen Textbezüge hat. Ja, the baddest in the house ist auf jeden Fall Simone, sagt sie. Naja, wie auch immer, die Teilnehmer können dann entscheiden, wer von den Dates, wir haben ja zwei Dates, die gerade auf Tour sind, surfen sind, wer von den beiden soll in die berühmte Matchbox. You know, we have Dre and Shanley and we're just like, that's kind of a freakish match. So we're thinking that we're gonna send Ethan and Jess in there tonight. Wenn jeder so denkt, ist es auf jeden Fall die bessere Variante, denn Jessica kommt von dem Date zurück. Ja, die waren surfen, so ein bisschen am Strand, noch picknicken und so, war ganz schön, aber nichts Besonderes. Aber was sie danach sagt zu ihren Friends, ist eindeutig. Chemistry? Yes. Was it? As in like this could be your match maybe? It could be. It could be. Also würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein, denn wer soll denn jetzt in die Matchbox? So, und dann geht das Ganze relativ schnell. Die beiden gehen in die Matchbox, werden gecheckt und ja, das Ergebnis überrascht vielleicht. Auf jeden Fall ein bisschen schade, nach dem ganzen Event wird eine Party stattfinden und alle machen hier wild miteinander rum. Aufgrund der Werbefreundlichkeit kann ich euch die Bilder nicht zeigen, sonst wird das Video wieder sofort gesperrt. Aber hier macht wirklich jeder mit jedem rum und jeder twerkt auf jedem und das ist eigentlich etwas Schönes. Aber
egal. Der nächste Tag bricht an und hier haben wir wieder Match Night. Dann haben wir ja noch das Dreiergespann um Wes, Kayla und Ryan. Was geht da ab? Hey. Ja, also Wes sitzt schon wieder auf Kayla und Ryan kann das nicht gefallen. Kayla gives me a lot of special attention. And then on the flip side of that, she gives Ryan a lot of special attention as well, which I think is not cool at all. You just see him as a friend? No, I do. Also Wes ist nur ein Freund, aber wir wissen ja alle, wie das läuft. Das ist Folge 2 von Are You The One. Das kann sich noch sehr, sehr schnell ändern. So, dann geht auch schon die Matching Night los und diesmal zeige ich es in Gänze, beziehungsweise die Leute, wen sie so wählen, damit wir uns so ein bisschen orientieren und die Namen merken. Die erste, die jetzt hier zum Zug kommt, ist Jackie. John Jacobs. John Jacobs. Übrigens ein geiler Name. John Jacobs. Heißt der wirklich so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz nice. Simone guckt nach unten, ist beschämt, findet das gar nicht so gut. Weiter geht's. Who's your perfect match? I'm gonna go with Dylan. Paige. My perfect match is Chris T. Chris. Oh, Chris T ist ja eigentlich Shanleys Flamme, aber ja, die sind ja kein Paar. Also eigentlich okay, wenn sie ihn nimmt, aber Shanley mag es auch nicht. I'm gonna pick Scally. Yeah, I'm on track to turn the sliders. Shanley ist dann dran, das ist die, die mit Chris T, ihr wisst schon. Is your perfect match? Easiest pie. Adam. Dann plätschert alles so ein bisschen vor sich hin. Kalicia, who's your perfect match? Wes. That's a pretty couple. Who's your perfect match? Ethan. Brittany ist an der Reihe. Ihr wisst, Brittany ist eigentlich mit Adam verkappelt, beziehungsweise denkt sie, dass Adam auf jeden Fall ihr perfect match ist. Der wurde ja schon weggeschnappt von Shanley und sie muss sich jemand Neues suchen. Who's your perfect match? My perfect match tonight is Joey. Yes. Joey, come on up, bro. Oh, Joey hat gar keinen Bock, aber das hat auch einen Grund. She's really, really, really on to Adam. Well, what do you think? Do you think they're a match? I know they're not a match. I know that for a fact. Oh. Ja, und das denken eben auch sehr, sehr viele. Das wird nochmal hier mit Handzeichen bestätigt. Okay, so most people don't think you and Adam are a match. Go ahead and lock in. On to the next one. Das ist Kayla. Und wir wissen ja, Kayla hat hier diese Connection mit Wes und Ryan. Who is your perfect match? Ryan. Come on up, bro. Hi, Ryan. Ashley and Dre, come on up, you two. Alle Mädels haben einen Mann. Jetzt kommt es zur großen Entscheidung. Wie viele Lichter werden angehen? Come on, more. Und das war's dann auch schon. Es bleibt bei den 4 Lichtern. Das war die 2. Folge von Are You The One USA. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich sag ciao.